Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator, der Danny spielt das. So, wir stehen hier mit unserem ICE kurz vor Bremen, beziehungsweise in Bremen. Und ja, ich werde das Ganze jetzt mal starten und ja, ich wünsche euch viel Spaß zu einer neuen Folge und ja, ich melde mich gleich nochmal bei euch. Hier die Fahrdienstleitung an EC9 bekommen. EC9 hört. Moin. Moin, moin. Wieder Dienst im Norden und gleich auch noch so ein herrliches Wetter. Was will man mehr? Soll aber ganz schön heiß nachher werden. So bis zu 40 Grad sind angekündigt und kein Wölkchen weit und breit. Hast du genug Wasser für die Schicht? Fürs erste Jahr, aber ich glaube, ich werde danach kaufen müssen. Dann soll das kein Problem sein. Du wirst ja zwischendurch Pause haben. Jetzt mal zum heutigen Dienst. Zunächst fährst du den EC9 bis Münster. Die Wagenleitung stimmt aber nicht so ganz, denn die Schweizer haben gestern Käse gemacht und hatten nicht genug Wagen. Deshalb fahren wir heute den EC8 und 9 mit unseren Wagen. Pech für die Fahrgäste, die sich auf die Schweizer Küche im Bistro gefreut haben. Denn ausgerechnet heute gibt's deutschen Kartoffelsalat und Sauerkraut. Wie auch immer, den EC8 fährst du dann auch noch später. Und dazwischen Nah- und Güterverkehr. Also, es ist sehr abwechslungsreich. Gute Fahrt. Alles klar, dann schauen wir mal, wie der Tag so wird. Danke, bis später. Ja, ihr habt's gehört. Es wird sehr heiß und ja, wir haben heute einiges, beziehungsweise einiges vor uns. Fernverkehr, Regionalverkehr, Güterverkehr und ja, wir schauen einfach mal, wie das alles wird, ob wir mit der Hitze gut klarkommen. Das Ganze nennt sich 3D-Zug, Hitzewelle und ja. Gibt es da bei 3D-Zug zu kaufen und ist schon ein wenig älter, aber immer noch schön, finde ich. Und ja, ich hatte jetzt mal Bock wieder auf ein bisschen 3D-Zug und ja, schauen einfach mal, wie das wird. Warten jetzt hier auf unsere Ausfahrt und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Das ist das Wichtigste. Ach so, ja, ich sollte mal schauen, ob wir Spitzenlicht anhaben. Fernlicht. Na, das braucht man nun wirklich nicht. So dunkel ist es nicht. So. Ja, ich denke, das sollte reichen.
Wir fahren jetzt in der ersten Folge unseren Zug von Bremen über Osnabrück nach Münster. Und noch ist es ja relativ früh und wahrscheinlich noch gar nicht so heiß, aber das wird sich im Laufe des Tages ändern und im Laufe der Folgen, würde ich mal sagen. Und ja. So, das war der Abfahrtpfiff, würde ich mal sagen. Zack. Wir begehen uns da draußen, stellen uns mal hier hin und beobachten die Abfahrt. So, Bremsen lösen, Leistung aufschalten und los geht's. Wunderschön, wunderschön. Leider ohne Steuerwagen, aber naja, so ist das halt. So, auf geht's. Richtung Hitze. Kann man ja nur hoffen, dass die Klimaanlage funktioniert. Das ist ja bei der Deutschen Bahn immer so eine Sache. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass das alles funktioniert. Im Sinne der Fahrgäste natürlich. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie sehr herzlich im Eurocity 9 auf der Fahrt nach Zürich. Hauptbahnhof über Osnabrück, Münster, Dortmund, Bochum, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn, Koblenz, Mainz, Mannheim, Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, Basel, Badischer Bahnhof und Basel SBB. Den Endbahnhof Zürich erreichen wir voraussichtlich heute Nachmittag um 17 Uhr. Der nächste Halt des Zuges ist Osnabrück Hauptbahnhof. Bitte beachten Sie, dass dieser Zug mit einer geänderten Wagenreihung verkehrt. Das bedeutet, dass eventuell auf den Tickets reservierte Plätze so nicht gelten können. In diesem Fall bitten wir Sie einfach, sich auf einen freien Platz hinzusetzen, beziehungsweise das Zugpersonal anzusprechen. Dann werden wir auf jeden Fall einen Platz für Sie finden. Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten und wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Ja, den kann man sich natürlich nur anschließen. Trotz der zu erwartenden Temperaturen. Warten wir einfach mal ab, was uns dieser Tag noch so bringt. Kommt schon der Gegenzug. So, ja, jetzt machen wir 100. Eine 100er Beschränkung. Muss natürlich dran halten. So, da kommt die nächste Beschränkung, würde ich sagen. Und zwar 50. So, und wenn wir uns hier jetzt langsam aufs Fernverkehrnetz einpendeln, wunderschön. Wunderschön. So, dann sollten wir auch gleich wieder Leistung ausschalten dürfen. Na, wer sagt's denn? Sag ich doch.
So, 140. Ich hoffe ja, dass wir dann gleich endlich 200 fahren dürfen. Immerhin haben wir ein IC zu fahren und dabei 200 schon sehr nice. Sagen, das dauert nicht mehr lange und schon sind sie da. Sehr, sehr schön. Ich denke, dass ich das, dass ich diesen Teil splitten werde. Und zwar werde ich in Osnabrück das Ganze beenden bzw. pausieren und in einem neuen Video dann von Osnabrück nach Münster fahren, weil es doch sonst einfach zu lange wird. Und ja, ich denke, dass ich das heute noch machen werde. Weiß ich nicht genau, ich hoffe es aber. Ja. Weil es sind jetzt noch 100 Kilometer bis Osnabrück und dann sind es noch 60 Kilometer.
Kilometer bis Münster und das wird dann doch ein ziemlich langes Video, würde ich sagen. Was mir auffällt, es ist leider sehr wenig KI vorhanden. Aber vielleicht kommt das hier noch. Hoffen wir es mal. Ja. Wie gesagt, das ist der erste von 6 Teilen. Da kann noch eine Menge kommen. Wir müssen noch Nahverkehr, Güterverkehr, Lebensmittelverkehr haben wir auch noch einiges zu tun. Also, es ist ein sehr vielversprechendes Szenario. Ja. Ich bin gespannt, was da noch alles so kommt. Immerhin kommt uns der Gegenzug entgegen. Das ist doch schon mal etwas. Ein bisschen mehr Regionalverkehr wäre jetzt auch nicht schlecht. Allgemein mehr Verkehr. Also vielleicht kommt das noch. Abwarten.
1 ist halt zickig. Komme ich aber nicht auf 200. Gut, es geht noch bergauf. Muss man fairerweise sagen. Da steht ja gleich eine Hamsterbacke. Eine Hamsterbacke, wunderbar. Da steht auch eine. Ja, so langsam wird's mit dem KI-Verkehr. So langsam wird's. Oh, auf- und Abstellgleis. Ist bestimmt kaputt. Die ist bestimmt kaputt. Tippe ich jetzt einfach mal drauf. Sehr ländlich hier, muss man schon sagen. Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Kraftwerk oder einem Bauernbetrieb mit Silos. Ja, sowas in der Art. So, mittlerweile sind wir dann auch schon bei 70 Kilometern angelangt, die wir noch vor uns haben. Ist jetzt auch nicht mehr so weit bis zu unserem ersten Stopp.
nah am Bahnsteig stehen, weil die Sogwirkung ist doch schon enorm. Vor allem, wenn man mit 200 Sachen oder mit 190 Sachen in dem Fall jetzt an einem Bahnsteig vorbei sieht, auch das Austritt. Da ist die Sogwirkung nicht zu unterschätzen und dann so nah an der Kante zu stehen. Der stand zwar hinter dem weißen Strich, aber ich würde der Sache nicht trauen, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte schon Respekt vor. Wenn ihr mal wieder Bock auf einen Livestream habt, packt es in die Kommentare. Und ja, wenn die Mehrheit überwiegt, dann mache ich gerne wieder einen Livestream. Ich hätte da schon wieder Bock drauf. Und ja, wenn ihr da auch Bock drauf habt, packt es in die Kommentare. Ja, und dann werde ich mir mal einen Tag raussuchen, wo ich da wieder einen schönen Livestream mache. Und also ich würde mich freuen. Ein schöner Regionalexpress, wunderschön, mit Samtostus, klasse, wird ja doch langsam was, mit dem KI-Verkehr, zwar schleppend, aber es wird was.
weit entfernt, würde ich sagen. Oh, weg. Weg ist es, aber... oder ein Flughafen ist auf jeden Fall hinterher. Und da wir Osnabrück ja ziemlich nah sind, würde ich jetzt mal auf den Münster-Osnabrücker Flughafen. Lange dauern, bis wir dann gleich in Osnabrück sind. Und wie gesagt, ich werde das Video dort streamen und werde dann in einem neuen Video von Osnabrück bis nach Münster fahren, weil es wird sonst einfach zu lange. IC9 hört. Ich hätte vergessen zu erwähnen, dass rund um den Osnabrücker Bahnhof gebaut wird. Dort gibt es leider ein paar Stellen. Ansonsten sind mir bisher keine weiteren Störungen bekannt. Bisher zumindest. Solltest du unverhofft irgendwo HP0 auf der Strecke haben, versuch erstmal im Bordcomputer mit der Tab-Taste eine Genehmigung einzuholen. Wenn du die bekommst, schaltet das Signal um. Natürlich nur, wenn die Strecke für dich wirklich frei ist, sonst musst du natürlich warten. Alles klar, danke für die Info. Ja, ihr habt es gehört. Es kann natürlich auch noch sein, dass ich HP0 bekomme. Dass die Strecke vor mir besetzt ist. Das heißt, dass wir eventuell auch noch vor dem roten Signal halten müssen. Aber erstmal die Tab-Taste ausprobieren, ob das funktioniert. Wenn die Strecke frei ist, darf ich fahren. Und ansonsten muss ich halt warten. Nützt nichts. Warten wir es einfach mal ab, was sich jetzt bis nach Osnabrück noch so tut.
wollte ich mir eventuell einen neuen Gaming-PC zulegen. Und da ich leider nicht ganz so fit bin, wollte ich euch fragen, könnt ihr mir da Hinweise geben, Tipps geben, welcher da der beste ist? Wer sollte jetzt nicht weiß, wer weiß wie teuer sein, sondern schon ja, einigermaßen erschwinglich. Und wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, gerne in die Kommentare damit, worauf ich achten muss. Und ja, würde mir auf jeden Fall sehr helfen und ich wäre euch sehr dankbar. Also wenn ihr da Ideen habt, packt sie sehr gerne in die Kommentare rein.
Ziffer C. Wir brauchen jetzt nicht großartig auf 120 zu beschleunigen, weil 110 ist ja schon wieder da. Das heißt, wir bleiben einfach mal hier. Haben wir jetzt gleich noch 10 Kilometer bis Osnabrück und zum Ende dieses ersten Videoteils.
das wollen wir ja natürlich nicht hoffen. Mein Kollege. Der ist jetzt auf dem Weg nach Bremen. Wo wir gerade herkommen. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Osnabrück Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung links. Alle Ihre planmäßigen Anschlusszüge werden hier erreicht. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aussteigen, und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Aber selbstverständlich, das ist ja ganz klar. So, wir nehmen mal langsam Bremsen. Schön geschmeidig in den Bahnhof einfahren. Natürlich pünktlich, wie es sich gehört. Das war ein bisschen heftig. Da müssen wir noch ein wenig vorziehen. Noch ein klein wenig vorziehen.
Ein leichter Verbremser, aber das kann passieren. Das passiert dem besten Triebfahrzeugführern, habe ich bei auf YouTube gesehen. Ich denke aber, das reicht. So, wir öffnen die Türen. Werden dann jetzt abspeichern, weil wir natürlich hier weitermachen wollen. So. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder mit der Fortsetzung von Osnabrück nach Münster Hauptbahnhof. Und ja, wenn dieses Video euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht ihr immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt mir treu und ja, ihr hört mich gleich wieder im zweiten Teil. Bis gleich. Ciao, ciao, euer Dennis Spieters.